Noch 255 Tage, dann beginnt die Euro 2012, die Fußball-Europameisterschaft. Und diese EM soll mehr ins Rollen bringen als einen ledernen Ball. Denn die Spiele werden zum einen im EU-Land Polen ausgetragen, zum anderen aber in der Ukraine. Für die Ex-Sowjetrepublik ist das eine enorme wirtschaftliche Herausforderung. Die Stadien in den vier Spielorten Lviv, dem früheren Lemberg, in Charkow, Donetsk und in Kiew müssen fertig sein. Hier und da hakt's noch, doch der Chef des Europäischen Fußballverbandes UEFA, Michel Platini, der zeigte sich heute in Kiew zufrieden mit dem Stand der Vorbereitungen, zumindest der Baumaßnahmen. Die Ukraine will mit der EM das Tor zum Westen öffnen. Doch Demokratieverständnis und Rechtsstaatlichkeit stehen oft noch im Abseits, wie Georg Restle berichtet. Er lächelte sein breitestes Lächeln heute Morgen in Kiew. Michel Platini hatte sich vorgenommen, gute Stimmung zu verbreiten, am Ende seiner Tour durch die vier ukrainischen Spielorte der Fußball-Europameisterschaft. Bei einem seiner letzten Besuche hat er noch mit dem Entzug der EM gedroht. Heute herrschte dagegen fast eitel Sonnenschein. Ich bin beeindruckt von den Fortschritten bei den Stadien und Flughäfen, sagte Platini. Allerdings gibt es noch einige Probleme, die gelöst werden müssen. Ein Lob, das teuer erkauft wurde. Das Stadion in Kiew, wo das Finale nächstes Jahr stattfinden soll, kostet jetzt schon dreimal so viel wie geplant. Von anderen Problemen ganz zu schweigen. In Donetsk fehlen tausende Hotelbetten, in Kiew droht ein Verkehrschaos. Um den Zeitplan einigermaßen einzuhalten, wurden die Kosten fast überall um ein Vielfaches nach oben getrieben. Insgesamt stieg der Finanzbedarf von 3 auf 10 Milliarden Euro. Viel Geld für ein Land, das so gut wie pleite ist. Und das zurzeit noch ganz andere Probleme hat. Heute Mittag wurde die ehemalige Ministerpräsidentin Julia Timoschenko ins Gerichtsgebäude transportiert. 7 Jahre forderte die Staatsanwaltschaft heute gegen die Ikone der sogenannten Orangen Revolution. Für ihre Anhänger ist dies ein politischer Prozess und die EM nicht viel mehr als ein Feigenblatt, das die demokratischen Rückschritte des Landes in den letzten beiden Jahren kaschiert. Wir würden Herrn Platini gerne zeigen, was wirklich los ist in diesem Land, damit Europa versteht, wie schlecht die Lage ist. Hier geht es um so viel Wichtigeres als eine EM. Sie unterdrücken die Demokratie, weil sie die Opposition unterdrücken. 4,5 Jahre ist es her, als die Ukraine gemeinsam mit Polen die Europameisterschaft zugeteilt bekam. Damals wollte man auch die demokratischen Fortschritte des Landes honorieren. Lang ist es her. Heute umarmte Platini den Mann, der für das Ende des demokratischen Aufbruchs verantwortlich gemacht wird. Staatspräsident Viktor Janukowitsch, den viele für die Inhaftierung Timoschenkos verantwortlich machen, um eine politische Gegenspielerin aus dem Weg zu räumen. Ich gratuliere Ihnen zu den Fortschritten, sagte Platini heute. Politisch wird er das wohl kaum gemeint haben. Dass es ein teures Geschenk ist, das die UEFA der Ukraine gemacht hat, konnte man schon gestern sehen, als Platini seine Tour in Lemberg begann, dem einstigen Sorgenkind der UEFA. Damit das Stadion überhaupt noch rechtzeitig fertig wird, ließ man auch hier die Kosten explodieren. Die Milliardenschulden werden das Land noch jahrzehntelang belasten. Auch das sind nicht gerade beste Voraussetzungen für eine Annäherung an Europa.